Hallo zusammen Leute, zu diesem neuen Video. Heute kein Gameplay-Video. Wir sind heute unterwegs in Nürnberg. Wir haben den 3. Dezember. Und was macht man am 3. Dezember in Nürnberg? Natürlich geht man zur Sim Racing Expo, eine der wichtigsten Messen, was Racing und Simulation betrifft. Und ich bin heute nicht allein. Wir haben den Corny am Start. Der wird heute das Ganze so ein bisschen begleiten und filmen. Und Leute, wir sind angemeldet als Pressemenschen. Hier, Presse, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtige Menschen sind wir heute. Da schauen wir jetzt hin und schauen, was da so abgeht in zwei Messehallen. Let's go. Direkt vor Eingang Ost parken als Pressemenschen. Weiß nicht, wo wir jetzt anfangen. Keine Ahnung, wir laufen jetzt einfach mal los, oder? Es sind einige coole Hersteller da. Fanatec unter anderem auch. Da sind wir auch eingeladen, vorbeizuschauen. Und ja, lass losgehen. So Leute, wir sind jetzt in der Oldtimer-Ausstellung. Wir müssen aber zu Halle 8. Theoretisch Halle 8 ist auf dem anderen Ende. Halle 8 und 9. Kann man die alle kaufen? Ja doch, guck hier, Messepreis, 29.000 Euro Messepreis. Na, schade, schon verkauft. Jetzt wollte ich den noch kaufen, jetzt ist der schon aus, jetzt ist der schon verkauft. Einfach mal alles auschecken. Aber hier haben wir auf jeden Fall die ersten Simulatoren auf jeden Fall schon stehen. Ich will gleich reinsitzen und losfahren. Ich glaube, hier sind wir richtig jetzt langsam. Hier sind wir richtig. Darf man da reinsitzen? Ich bin gerade der glücklichste Mensch, wenn ich das erste Mal in einem Formelauto sitze. Ey, krank. Aber es ist echt, also so in VR sieht es einfach genau gleich aus. Es ist schon dasselbe Feeling, wie man so im Sim mitbekommt. Hier, Lenkrad, mega, mega stark. So, komme ich jetzt wieder raus? Kannst du dich wieder rausstellen? Ich bin sehr geübt in sowas. Ich habe das 100 Mal in meinen Gedanken durchgespielt. So? Danke. Wir brauchen Formel 1. Wir haben einen Aston Martin gefunden. Ist das das Safety Car? Ist das das Safety Car, Aston Martin? Wir fahren jetzt zwar nicht Formel 1, aber wir steigen jetzt mal ein, wenn wir dürfen. Wenn wir dürfen, dann fahren wir mal ein bisschen. Ah doch, das ist jetzt Formel 3, oder? Wie witzig einfach. Er hat einfach gesagt, ja, leg los, so ohne Einweisung. Ja, wer weiß bestimmt, wie es geht. Der sieht so aus, wie wenn er weiß, wie das funktioniert. Jetzt kommt der richtig gute Shit. So, meine Damen und Herren, das wird das nächste Lenkrad. Ich glaube, das wird das nächste... Alter. Simtek. Habe ich tatsächlich noch gar nicht gehört. Ich weiß nicht, warum ich von dem Hersteller noch nie was gehört habe. Wird bestimmt niemand was sagen, wenn ich mich da jetzt reinsetze. Also das Lenkrad ist halt viel breiter irgendwie von der Range her. Oh! Yo! Oh! Sechs Sekunden hinter der Bestzeit einfach. Aber es ist krank, wie man sich an so ein neues Lenkrad und Pedale, vor allem Pedale, gewöhnen muss. Das ist echt hart. Ansonsten hättest du hier auch noch dein Pension Mode einstellen können. Das ist das Brake Bias. Ja, okay. Kannst du einstellen, ein Differential und alles. Ja. Also ist schon richtig heftig, danke. Das Ding. Die Bremse ist gut. Ja, die Bremse ist. Ja, weil ja. Ich mag's gerne so. Ja. Da würde ich jetzt auch gern reinsitzen. Ich muss gerade jetzt den Pulli ausziehen, da wird einem richtig warm. Draußen hat es zwar ungefähr 0 Grad, aber hier ist echt in der Halle krank warm. Und wenn man dann noch hier so in so einem Ding drin sitzt, oh, da lass mal gleich iRacing machen hier. It's the P1 doing well, yeah. Yeah, like, so I know the P1 or Rouge. Is it the same? Yeah, exactly. Ah, okay. But yeah, if you want to try this one, take same. Mit Motion bräuchte man echt daheim, ey. Es ist echt übel sick. Und jetzt darf Corny ein bisschen fahren. Mal schauen, wie er sich anstellt. Let's go. Der linke Fuß muss darüber. Hier. Genau, das ist die Bremse. Genau. Ja. Oh. Er ist gecrashed. Aber war geil. War geil. Ich halte lieber die Kamera.
da. Schau. Einfach der 2021er Alpine. Hier steht Racing Year 2018, aber das ist einfach der Renault lackiert mit den Alpine-Farben, weil Alpine war ja erst 21 und 20 war ja noch Renault. Wir gehen jetzt zum Fanatec-Stand, der ist nämlich hier, und schauen mal, was es da Tolles gibt. Auf jeden Fall gehen wir hier mal kurz einen Besuch abstatten. Mein Silbernes steht hier nicht. Das war auch im echten Bentley drinnen, der den Pikes Peak klein gemacht hat. Also Corny steigt dann bald auch ein ins Game. Er ist richtig begeistert, ist er. Patrick, Germany. Wichtigstes Auto, Toro Rosso. Das ist der von Sebastian Vettel. Nein, das ist sogar der, mit dem er das erste Rennen gewonnen hat in Monza. Ihr müsst jetzt mal hier bei dem Auto schauen von Vettel, wie krass hier der Sturz eingestellt ist, weil die Reifen so krass nach innen neigen. Der Motion Sim hat einfach einen Heckspoiler dran. Das ist ja brutal. Das ist ja brutales Ding. Das ist ein BMW, schöner BMW, oder? Schöner BMW für die, schön. Für eine kleine Garage. Hallo! Dein, sozusagen dein Chat grüßen sollen wir jetzt hier? Na, ja, halt auf YouTube, dann als Video. Okay, als ein Video, was danach war. Wir wollten eigentlich nur kurz Hallo sagen. Formula Lena, Agent Engel. Ja, jetzt stehen wir halt hier und mein ja. Chat ist auch mit dabei. Er hat seinen Chat dabei und wir und schneiden das dann rein ins Video. Ja. Einfach nur, dass wir alle drei das mal zusammenstehen. Alle, genau. Und wir freuen uns ganz arg, dass alle hier zusammenstehen. Ja, das ist voll nice, Leute, die mal zu treffen, die man eigentlich nur so online kennt. Und dann genau. Also groß und ganz. Genau, wir sind Streamer, die auch mal Sonnenlicht gesehen haben. Und ja, ihr habt halt direkt auf einem Platz die komplette Kompetenz des Sim-Racing versammelt. Wir gehen jetzt zu AMG und Cube. Cube auch wichtiger Hersteller. Cube Controls. Das wäre was für zu Hause so. Nimmt gar nicht mal so viel Platz weg hier. Sie erklärt uns jetzt gleich, was das Ding hier kostet vielleicht. Eventuell sagt sie das uns und wie das Ganze funktioniert. Voy sapere. I speak German and English. I'm so sorry. Okay. The price of this, the wally thing you can see here right now, is 23K. Quality, this is proper carbon fiber with only constructor inside that gives stiffness in one way and softness in the other. So if you can go on, the feeling of being set in a proper race car, you can feel everything on your body. Combined with the movement system is just the perfect solution we thought. Thank you. You're welcome. Also, Leute. 23.000, sagt er, das ganze Ding zusammen. Also 15.000 habe ich geschätzt und hat der Kollege ungefähr geschätzt, der es nicht wusste eben. Aber 23.000 zusammen mit dem Cube Controls, mit Fanatec, dem PC und alles. Ja, mit. It's okay. The seat? The pedal or the seat? The seat a bit forward. The pedal still on. Yeah, the seat? The seat, yeah. Okay. Ja. Das ist quasi Formel Style. Und wir haben hier das Podium-Hub von Fanatec. Das heißt, das Cube Controls Lenkrad kann an das Fanatec Podium dran gebaut werden. Das probieren wir jetzt aus. Cordy direkt Windschutzscheibe kaputt. Schon nicht gerade so günstig.
Perfekt. Okay. Danke. So, have a good day. Yeah. Thank you. Das ist das AMG Track Series Lenkrad. Hi. Patrick, hi. Maybe you can take Patrick to around to a tour around the car. Can I make the seat a bit forward? You can move or? The pedals when you push this, and then the pedals come towards you. Yeah. Okay, I have to push. Yeah. Yeah. Oh God. You sure? I think maybe then not. Normally your eyes should be more or less on the same level, like. Yeah. So I'm too deep. So normally I will sit like more this. More or less there. Yeah. Yeah. Conny, wie gefällt dir das Lenkrad? Sehr geil. Und? Gute Haptik. Gute Haptik? Wie sind die Schaltwippen so? Sind die gut? Guter Widerstand. Guter Widerstand, ja. Hier unten haben wir weniger. Ja, und für was sind die Knöpfe? Für was sind die Knöpfe? Kannst du mal erklären hier? Ich habe absolut keine Ahnung. Zum Draufdrücken. Oben links, was ist das? Nitro. Nitro. Also viele Knöpfe, ne? Ich bin begeistert. Traction Control, neutral. Hitlimiter wird das sein. Hier haben wir das DRS. Also es ist richtig, richtig schön schlank und sexy. Drei Shifter, Clutch und so weiter. Das ist das Hypo P1 Wheel. Nur so als Beispiel, was man ausgeben kann. Es kostet ungefähr 2000 Euro. Nur das Wheel, 2000 Euro, mit drei Wippen hier, also mit der kompletten Konfiguration, allen Buttons, Beleuchtung, Display, alles was man haben kann, 2000 Euro kann man ausgeben. Ich kann es nicht mal mit einer Hand halten, weil es so schwer ist. Leute, kommt euch dieses Auto bekannt vor? Das sind wir auch schon gefahren. Das ist das Formula V einfach. Das sieht 1:1 genau wie das Modell aus in iRacing, was wir schon gefahren sind. Ich weiß nicht, ob man da reinsitzen darf. Sogar mit VR-Brille. Schaut mal euren Krempel auf da drin in dem Cockpit. Da sieht's aus. Corny hat gerade seinen Simulator gefunden. Ein Kart-Simulator. Hier gibt's auch nicht viel. Gas, Bremse und Lenken. Gas, Bremse, Lenken, sonst alles easy. Nächster Stand. Heuskindfeld. Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht eigentlich. Ich bin so ein richtiger Noob eigentlich, was Simracing angeht. Also ich bin gar kein Experte eigentlich. Also glaubt mir nicht, was ich euch erzähle, aber die machen Pedale. Wenn ich hier auf die Bremse drücke, dann schubst sich einfach das ganze Ding um. Das ganze Regal hier. Also Leute, wir haben jetzt hier Linda von Heusingfeld. 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 Is it Heusingfeld? Heusingfeld, right? Oh. 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 Heusingfeld. Perfekt, almost perfekt, fast perfekt. Ich mach den Bremsentester. Brake test. Now you can try them in the simulator later. Yeah. And you have the feeling of all the pedals. I think this here is the best one. This or this? Yes. Ah, I think this here. So, erster Gang jetzt. Rein, zack. Jawohl. Let's go. Instant hard. Wie wenn man auf so einen Betonklotz tritt einfach. Und das Ding bremst halt instant krass runter. Ich soll vielleicht auch Kopfhörer aufziehen. Das ist gut, im Mosa Wheel. Das haben wir ja schon in einem Review gehabt. Aber das werden wir jetzt hier mit dem Motion Sim mal ausprobieren. In iRacing. Zack. We have a pit limiter on at the minute, so it's just this button to turn it off. This is the pit limit here? PL, and then to reset the car, it's this one, hold this button. Okay. Yeah. Das ist jetzt die Plattform, die D-Box-Plattform. Und es schüttelt mich so richtig durch. Das ist genau richtig eigentlich, dass es nicht zu viel nach vorne und nach hinten kickt. Du hast immer genau das richtige Feedback so am Körper. Das ist so laut. Wir rappen es jetzt mal ab. Es war ein mega nicer Tag, gute Gespräche gehabt, mega gute Sims gefahren, alles Mögliche ausprobiert. Und ich würde sagen, rein kommentieren, ob Corny seinen Job als Kameramann behalten darf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein. Ciao, das war's.